Warum auch soll es bei uns anders laufen als bei anderen Paaren, die sich in der gleichen Situation befindet? So im Laufe der Jahre, die wir miteinander verbracht haben, hat sich doch vieles eingespielt. Manches hat sich abgeschliffen, manches ist normal, vieles ist einfach zur Gewohnheit geworden. Das Haus ist abgezahlt, Kinder sind aus dem Gröbsten draußen und wir haben uns in den letzten Jahren zumindest ein Stück weit auseinandergelebt. Weil wir beide, also meine Frau und ich, gescheite, kopfgesteuerte Leute sind, ist uns der Zustand nicht verborgen geblieben. Wir haben in unserer Ehe gelernt, offen und ehrlich miteinander umzugehen. Also müssen wir uns auch mit dem bloß noch nebeneinander herleben, auseinandersetzen. Neu, wir waren nicht böse mit oder aufeinander. Wir streiten nicht und wir schreien uns auch nicht an. In aller Ruhe haben wir im letzten Spätsommer beim Waldspaziergang über unsere Situation nachgedacht und über unser über die Zeit gewachsenes Nichtverhältnis geschwätzt. Wir haben das Wort Trennung in den Mund genommen, von einer vernunftgesteuerten, einvernehmlichen Scheidung geschwätzt. Auf unserer kleinen Wanderung sind wir an einer neuen Christbaumschulung vorbeikommen und sehen dort am Rand von dem Gelände in Mickerling eine kleine, krumme, zurückbliebene Nordmanntanne. Halb im Ernst, halb im Spaß haben wir beide gemeint, wenn das kleine Bäumle überlebt, wenn es durchhält, nicht verbissen wird, nicht vertrocknet, dann bleiben wir beide beieinander. Dann probieren wir nochmal miteinander und wenn nicht, dann gehen wir endgültig auseinander. Kaum haben wir das zueinander gesagt, sind wir auch schon im übertragenen und im eigentlichen Sinn des Wortes getrennte Wege gegangen. 3 Wochen später habe ich nach unserem Mickerling geguckt und dabei ist schlecht gestaunt, weil jemand die Wurzel abdeckt und die Baumspitz gegen Verbiss geschützt hat. Ich selber habe ja auch, also rein zufällig, ein Säckle mit Dünger dabei gehabt und habe den Dung ganz sorgfältig rund um das Bäumle gestreut. Der Herbst in dem Jahr war fürchtig trocken. Es hat kaum geregnet. Die Natur hat wirklich kehrig gelitten. Auf meine Spaziergänge durch den Wald habe ich deswegen immer eine Flasche Wasser dabei gehabt und die an dem Baum, der zwischenzeitlich gar nicht mehr so mickrig ausgesehen hat, ausgeleert. Und dann, Mitte Dezember, der erste Schnee. Dicke, nasse, schwere Flocken sind vom Himmel gefallen. Mein erster Gedanke hat den Baum gegolten. Meine Angst, Schneebruch. Also bin ich am Sonntagvormittag mit fütterten Händchen im Hosensack in der Wald. Ich habe das Bäumle vom Schnee befreien wollen. Ich habe vorher nicht schlecht gestaunt, als ich an der Schonung ums Eck gebogen bin und dort meine Frau getroffen habe. Die dick eingepackt, den ehemals mickrigen Baum vor sich geschüttelt und so schnee- und druckfrei gemacht hat. Wortlos sind wir uns gegenübergestanden und uns in die Augen geguckt und gemerkt, was jeder von uns beide denkt und du hat. Mit kleinen, vorsichtigen Schritten sind wir aufeinander zugelaufen und kurz zögert und uns dann in den Arm genommen. Am nächsten Morgen sind wir dann Hand in Hand zu dem Besitzer von der Baumschule marschiert, haben den Preis für unseren Baum zahlt und ihn dann heim zu uns in die Stube geholt. Noch nie, wirklich noch nie in den letzten Jahren haben wir am heiligen Abend lauter und inbrünstiger das Loblied geschmettert. O Tannenbaum, O Tannenbaum.